Was geht, Corey hier und heute reden wir über Liebe. What's love got to do? Und zwar ist das Teil meiner Frucht des Geistes Serie. Die Frucht des Geistes steht in Galater 5 ab Vers 22 und da heißt es, dass die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Geduld und so weiter ist. Und heute werden wir uns das erste genauer anschauen und zwar die Liebe. Die Welt heutzutage hat ein komplett anderes Verständnis von Liebe als das, was die Bibel lehrt. Und zwar heute glaubt jeder, dass Liebe nur ein Gefühl ist und dass nur diese Anziehung Liebe ist. Es geht eher in diese Richtung, ja, jetzt bin ich verliebt, jetzt liebe ich, aber oh, jetzt liebe ich ihn nicht mehr. Und das Problem heutzutage ist, dass man nicht mehr wirklich unterscheiden kann, was ist wirklich diese wahre Liebe und was ist einfach nur ein Gefühl, was mal kommt und was geht. Außerdem verkleinern wir das Wort Liebe, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich liebe meine Familie und ich liebe diese Pizza. Die Bedeutung von dem Wort Liebe verliert ja hier ihre Kraft, weil du liebst diese Pizza ja nicht, genauso wie du deine Familie liebst. Nein, die Pizza liebst du natürlich mehr. Aber die Bibel spricht von einer anderen Art von Liebe. Und zwar benutzen die Schreiber der Bibel meistens das Wort Agape, was eine bedingungslose Liebe ist. Und auf diese Agape-Liebe möchte ich heute eingehen. Und bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren. Das hilft mir einfach, die Message nach außen zu tragen und viel mehr das Gottes Wort verbreiten zu können. Und schaut euch auch das Video von letztens an, das Thema Selbstbeherrschung, was so wichtig ist heutzutage. Aber genug Werbung, fangen wir an. Jesus selbst sagt von der Liebe, dass das wichtigste Gebot ist. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in dieser Liebe werden alle anderen Gebote erfüllt. Das heißt, es macht ja Sinn. Wenn du jemanden liebst, wirst du ihn nicht schlecht behandeln. Und das ist das ganze Konzept, was Jesus in Matthäus 22, 37 bis 39 erklärt. Aber wie gesagt, wir müssen herausfinden, was diese Liebe ist und was Jesus hier gemeint hat. Weil er hat nicht einfach nur gesagt, ja, fühle dich so, dass du ihn magst oder irgendwie so was. Nein, er hat von dieser Agape-Liebe gesprochen. Denn diese Liebe, die Jesus erklärt, ist eine Liebe, die nichts verlangt. Wir sollen lieben, ohne etwas zurückzuverlangen. Ach so, und auch die du nicht leiden kannst. Auch deine Feinde, auch arme Menschen, die dir nichts zurückgeben können. Im 4. Buch Mose 19, Vers 34, da heißt es, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ich sag im keinsten Fall, dass ich an diesem Punkt bin. Ich laufe auch immer noch am Obdachlose vorbei und denke mir nur, nein, den gebe ich nicht. Ich habe auch noch Menschen, die ich mehr oder weniger mag. Aber hier geht es ganz klar darum, dass lieb diese Person so wie dich selbst. Du kümmerst dich um dich selbst. Du isst was, wenn du Hunger hast. Du ziehst dir was Warmes an, wenn dir kalt ist. Ich wollte gerade warm sagen. Du gehst in dein gemütliches Bett, wenn du schlafen möchtest. Das ist die Liebe, die wir haben sollen. Aber Jesus hat es nicht nur gelehrt, er hat es auch vorgelebt. So, das ist ein großer Unterschied. Jesus hat Füße gewaschen von seinen Jüngern, Menschen geheilt und er ist immer zu kranken und armen Leuten gegangen. Im 1. Johannes 3,18 heißt es, dass wir nicht nur uns auf diese Worte freuen sollen, sondern dass wir taten, dass wir was tun sollen. Der größte Beweis deiner Liebe ist es, indem du dein Leben für die andere Person aufgibst. Wenn Liebe nur ein Gefühl wäre, dann würde es spätestens hier aufhören. Denn wir lieben unser eigenes Leben meistens mehr als das von jemand anderes. Aber wir haben ja ein Beispiel. Wir haben ein perfektes Beispiel. Denn Gott hat Liebe vorgelebt. Gott ist unser Vater. Und Kinder machen meistens das, was die Eltern vormachen. Deshalb, was hat Gott gemacht? Im 1. Johannes 4,9 heißt es, dass Gottes Liebe sichtbar geworden ist, als er seinen einzigen Sohn auf die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und jetzt zu der Frucht des Geistes. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du diesen Heiligen Geist in dir und du hast auch genau diese Liebe in dir. Die perfekte Liebe, die ist in dir, die ist in mir, die ist in uns. Wir haben das Potenzial, zu lieben, wie Jesus die Armen und Kranken geliebt hat. Aber wieso haben wir trotzdem
ab und zu Wut gegen andere Menschen. Wir hassen vielleicht Menschen. Wir helfen Menschen nicht, die unsere Hilfe brauchen. Der einzige Grund, wieso du, ich, er, sie, es noch nicht perfekt leben, ist die Sünde. Das Leben im Fleisch, also unseren Begierden nachgehen, das ist der Grund, wieso wir nicht lieben, wie wir lieben können. Aber heute geht es nicht um die Sünde. Heute geht es um die Liebe. Und wir wollen wissen, was ist diese Liebe, von der Jesus gesprochen hat? Die Bibel spricht nämlich davon, dass die Liebe geduldig und gütig ist. Im 1. Korinther 13 heißt es, Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig. Sie erträgt alles, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Ich sage wieder, das ist das Potenzial, das wir haben. Und dahin wollen wir kommen. Jesus sagt, dass die Liebe, die wir haben durch den Heiligen Geist, offenbart sich oder zeigt sich in der Liebe zueinander. Also von außen sollte erkennbar sein, dass wir Brüder und Schwestern sind in Jesus. Ich habe meistens das Gefühl, und natürlich ist es nicht immer so, aber wenn ich in einer Gruppe von Nichtchristen bin, ist es sehr wahrscheinlich, dass Leute untereinander sich nicht mögen, dass Streit entsteht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich in der Gemeinde bin und wenn ich unter christlichen Freunden bin, dass da ein viel größerer Zusammenhang ist. Natürlich, ich weiß, ich habe beide Leben geführt. Ich weiß, es gibt auch schöne nicht-christliche Freundschaften und wahrscheinlich auch schlechte christliche Freundschaften. Aber in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, einfach wie viel Liebe man in der Gruppe sehen kann, wenn alle Jesus nachfolgen. Aber Liebe ist noch mehr. Liebe ist Gehorsam. Und das ist jetzt für alle, die etwas jünger sind und noch bei ihren Eltern wohnen vielleicht oder noch abhängig sind von ihren Eltern. Und zwar heißt es im 2. Mose 20,12, ehre deine Eltern. Und wie macht man das? Kolosser 3,20. Ihr gehorcht euren Eltern. So einfach ist es. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ein anderer Punkt, der ganz klar zeigt, was Liebe ist, ist in Sprüche. Sprüche 10, Vers 12. Da heißt es, Hass sucht Streit und Liebe sucht Verständigung. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, die erklären, was diese Liebe wirklich ist. Sie ist kein Gefühl. Die Liebe erkennt man meistens daran, an das, was jemand tut. Also, was haben wir heute gehört? Liebe zeigt sich. Liebe kann man erkennen von außen. Und du, genau wie ich, sollten danach streben, dieses Potenzial zu entfalten. Wie machen wir das? Indem wir Gottes Geist jeden Morgen am besten, jede Zeit einladen und offen dafür sein, Gottes Wille zu tun, bevor unseren eigenen. Indem wir unsere Begierden, unsere selbstsüchtigen Gedanken an zweite Stelle packen. Alles, was uns ausmacht, an zweiter Stelle setzen. Erst kommt Gott und sein Wille und dann kommt unser Wille. Und so werden wir immer mehr an uns sehen, wie sehr wir diese Liebe schon in uns haben. Und vergesst nicht, ihr könnt Gott um alles bitten. Das heißt, ihr könnt Gott darum bitten, diese Liebe rauszuholen aus euch, dass sie nicht verborgen bleibt, sondern dass ihr lieben könnt, wie er geliebt hat. Und damit beende ich diese Woche. Ich hoffe, ihr habt was rausnehmen können und könnt jetzt vielleicht ein bisschen mehr verstehen, dass diese Liebe der Welt eine andere ist als die Liebe, von der Jesus gesprochen hat. Aber schreibt mir doch in die Kommentare, ich lese sie super gerne durch und beantworte sie. Was denkt ihr, was Liebe ist? Wir sehen uns in der nächsten Woche und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.